Und wir wechseln das Thema. Ein Machtkampf um die Führung des zweitgrößten Autokonzerns der Welt, um VW, hält seit dem Wochenende Deutschland in Atem. Völlig überraschend hat sich der Aufsichtsratschef und Miteigentümer Ferdinand Piëch vom Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn distanziert. Das ist deshalb so aufsehenerregend und überraschend, weil Winterkorn als eine Art Ziehsohn von Piëch galt. Und weil es erstmals offenen Widerspruch gegen den bisher fast allmächtigen Piëch gibt. Martin Winterkorn macht gute Miene zum bösen Spiel. Innerlich dürfte es anders aussehen im VW-Manager, nachdem ihm der Konzernchef am Wochenende öffentlich das Vertrauen entzogen hat. Heute lässt sich Martin Winterkorn aber nichts anmerken. Ohne erkennbare Gemütsregung präsentiert er bei der Messe Hannover einen in Indien gebauten Volkswagen. Eines von 10 Millionen Fahrzeugen, die der VW-Konzern mittlerweile jährlich produziert. In den letzten Jahren ist VW massiv gewachsen. Der Umsatz wurde verdoppelt auf 200 Milliarden Euro, der Gewinn verdreifacht. Durch das Duo Martin Winterkorn und Ferdinand Piëch. Der Konzernmanager und der Konzernchef haben sich, so scheint es, bisher gut verstanden. Aber eben nur bisher. Ich glaube, Piëch hat schon länger erkannt, dass Winterkorn überfordert ist mit der Aufgabe, VW in die Zukunft zu führen. Die Marke VW laufe schlecht, im Vergleich etwa zu Audi oder Porsche, zudem schwächle das Geschäft in den USA. Mit einem einzigen Satz hat Ferdinand Piëch seinem Ziehsohn das Vertrauen entzogen und ihm ausgerichtet, er sei auf Distanz zu Winterkorn. Dieser will aber offenbar das Feld nicht räumen und um seine Zukunft im Konzern kämpfen. Und Martin Winterkorn hat schon Unterstützer aus dem VW-Clan und vom Land Niedersachsen, das 20% der Aktien hält. VW ist gut unterwegs und last but not least, wir pflegen auch eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Professor Winterkorn. Eigentlich wollte Martin Winterkorn noch mehr werden im VW-Konzern, nämlich Aufsichtsratschef, jenen Posten, den derzeit Ferdinand Piëch besetzt. Dieser will aber, so mutmaßen manche, seine Frau Ursula als seine Nachfolgerin einsetzen. Das Wort von Ferdinand Piëch hat Gewicht. Schon bisher sind einige VW-Manager über seine Worte gestolpert und aus dem Unternehmen geflogen. Doch diesmal zeigt sich beträchtlicher Widerstand gegen den mächtigen Konzernchef. Ein möglicherweise verfrühtes, wenn auch unangenehmes Geburtstagsgeschenk für den bald 78-jährigen VW-Patriarchen.